Ich möchte Sie begrüßen zu einem Video bzw. einer ganzen Serie von Videos, die ich starten möchte. Ich habe kürzlich mein Büro aufgeräumt und gesehen, dass ich da noch alte Mechanik-Skripte habe. Mechanik-Skripte, die da etwa so aussehen. Und ich hatte zu diesen Mechanik-Skripten, die Sie übrigens auch kaufen können bei mir für wenig Geld, habe ich Zusammenfassungen gemacht. Und diese Zusammenfassungen in Folienform, die habe ich wieder entdeckt. Die stammen noch von 2004, also über 10 Jahre. Aber die sind, glaube ich, so lohnend, dass ich sie, bevor ich sie wegwerfe, noch in diesen Videos quasi verewigen möchte. Diese Folien werden dann nachher quasi in Kurzform dieses Skript illustrieren. Das sind Zusammenfassungen, aber ich werde dann gelegentlich auch etwas näher auf diese Sachen eingehen. Und so peu à peu dieses Skript Mechanik durcharbeiten. Das wird, ich denke, im Ganzen etwa 30 Videos geben, die ich dann einfach, wenn es gerade passt, fortsetzen werde. Wenn diese Serie Erfolg hat, werde ich das auch noch machen für meine anderen Themen, die ich auch jetzt noch unterrichte, zum Beispiel Optik oder Schwingungen oder Wellenlehre oder so. Ich hatte damals die Mechanik unterrichtet in ungefähr 100 Lektionen. Damals waren wir noch eine Ingenieurschule, später dann wurden wir zur Fachhochschule transformiert, und in dieser Ingenieurschule, diese 100 Lektionen, die werden heute viel kompakter unterrichtet, vielleicht in etwa 20 Lektionen, aber ich glaube, es lohnt sich, das auch mal etwas ausführlicher zu sehen. Und damals hatte ich das so gemacht, dass ich gesagt habe, die Mechanik teile ich auf in einen Teil Punktmechanik. Da ist die Kinematik das erste Thema gewesen. Kinematik, kann man auch sagen, ist Bewegungslehre, als Beispiel einer Kreisbewegung. Dann, wenn man solche Bewegungen dann mal kennt und aus den Bahnkurven dann auch Beschleunigungen und Geschwindigkeiten ableiten kann, dann kommt man zum Thema Dynamik. Dynamik, da fängt man quasi mit den Kräften an. Man überlegt sich, was für Kräfte wirken auf ein System und was sind dann in der Folge die möglichen Bewegungen. Wenn man mal diese möglichen Bewegungen anschaut, dann sieht man, dass gewisse Größen der Bewegung manchmal erhalten bleiben. Das ist das Thema Erhaltungssätze. Dazu gehören zum Beispiel die Gesamtenergie, wenn das System abgeschlossen ist, oder der Impuls, wenn wir keine äußeren Kräfte haben, oder der Drehimpuls, Bahndrehimpuls, wenn wir nur Zentralkräfte haben. Wenn man dann mal die Punktmechanik hinter sich hat, kann man das erweitern zu einem System von Punkten, viele Punkte, die aber noch starr miteinander verknüpft sind. Das ist das Thema des starren Körpers, zum Beispiel hier das physikalische Pendel, wo man die Bewegungen dazu ebenfalls dann anschauen kann. Und wenn diese starren Körper auch deformiert werden dürfen, also Deformationen zugelassen sind, dann kommen wir zum Thema elastische Körper und dann am Schluss zum Thema Flüssigkeiten und Gase. Mit ganz neuen Gesetzen, die teilweise mit der Energieerhaltung zum Beispiel zu tun haben oder mit Begriffen aus der Dynamik, Druck zum Beispiel, aber zum Teil auch ganz neue Elemente der Kontinuumsmechanik dann enthalten. Die Lernziele und Voraussetzungen für das Skript oder für diese Vorlesung war damals, dass die Physik auf Niveau Berufsmatur bekannt ist. Das war damals gewisse Mechanik-Grundkenntnisse zum Beispiel, dass man weiß, was SI-Einheiten sind, vor allem dann die mechanischen Meter, Kilogramm und Sekunden, dass man über Rundungsfehler Bescheid weiß, dass man den Begriff des Vektors bereits ein wenig kennt und dass man auch numerisches Rechnen mit Excel zum Beispiel dann bereits benutzen kann. Also das ist etwas, was ich dann im Unterricht jeweils auch vorgeführt habe, wenn wir numerische, also zum Beispiel Experimentdaten ausgewertet haben. Und die Ziele dieser Vorlesungen waren, aus vorgegebenen räumlichen Positionsmessungen Geschwindigkeit der Beschleunigung berechnen, den Zusammenhang zwischen Ort, Geschwindigkeit der Beschleunigung kennen und die entsprechenden Zeitdiagramme für die Berechnung von Bewegungen benutzen, Bewegung mit konstanter Beschleunigung, gleichförmige Kreisbewegung, harmonische Schwingungen können analysiert werden und die Übungen gelöst und erklärt werden. Das waren die Lernziele für die Kinematik, also für das erste Teilgebiet hier. Ich teilte die Kinematik dabei auf in, nach einer kleinen Einführung, das Beispiel einer diskreten eindimensionalen Bewegung. Diskret bedeutet
Punkt für Punkt gemessen, also numerische Kinematik, eindimensional, also nur in X-Richtung. Da schauen wir den Ort, mittlere Geschwindigkeit und mittlere Beschleunigung an. Dann wechseln wir in den Raum, das heißt, wir lassen danach Bewegungen überlagern in X, Y und Z-Richtung. Dann haben wir also eine dreidimensionale Bewegung. Und dann, wenn wir diese diskreten Bewegungen haben, wechseln wir zu den kontinuierlichen Bewegungen, wo dann die Bewegungskurven also als Funktionen gegeben sind. Mit konstanter Beschleunigung ist das erste Beispiel, dann zusammengesetzte eindimensionale Bewegung, die Kreisbewegung und die harmonische Schwingung. Das ist auch die Übersicht, die Sie im Skript vorfinden, natürlich damit viel mehr Beispiele auch unterlegt. Aber ich will jetzt, wie gesagt, nur die Zusammenfassung zeigen. Die Einführung. Kinematik ist die Lehre von den Bewegungen der Körper, mal kurz gesagt. Das ist also Bewegungslehre. Und die Idee ist, dass man aus der gemessenen oder sonst bekannten Bewegung dann Größen wie Geschwindigkeit und Beschleunigung herleiten kann, berechnen kann und dabei dann von der Beschleunigung auf die Kraft kommt, die ja mit dem newtonschen zweiten Gesetz verknüpft ist. Kraft gleich Masse mal Beschleunigung. Man spricht dann auch von Punktmechanik. Die Punktmechanik ist dann zum Beispiel Teil einer Maschine, also ein einzelner Punkt, der sich dann bewegt auf einer Maschine, oder der Schwerpunkt eines Satelliten oder eines Menschen oder die Position einer Stubenfliege, die herumfliegt. Also reden wir nicht von ausgedehnten Körpern, sondern von Punkten, eventuell auf diesen Körpern oder von Punkten selbst, sogenannte Massenpunkte. Und dabei sind spezielle Bewegungen und Bahnkurven interessant. Ich habe das vorher schon gesagt, Bewegungen mit konstanter Geschwindigkeit zum Beispiel oder mit konstanter Beschleunigung, Kreis- und dann Ellipsenbahnen, Schraubenlinienbahnen, Spiralbahnen, Sinusschwingungen, beschleunigte Kreisbewegungen. Oft sind diese Bewegungen nicht voraussehbar, also die Stubenfliege ist ein schönes Beispiel. Das heißt, man muss Messungen machen, die Messungen dann auswerten und diese Bewegungen mit der Auswertung dann analysieren und eventuell auch voraussagen. Es kann sein, dass die Bewegung auch zum Beispiel eben Teil einer Maschine ist. Man kennt den Ablauf der Maschine und kann dann die Bewegungen auch aus der Geometrie der Maschine voraussagen. Das ist auch manchmal möglich. Sie können sich vorstellen, wir wollen uns jetzt eine diskrete, eindimensionale Bewegung anschauen. Diskret heißt also, wir messen nur einzelne Punkte. Der Punkt, das sei der Ursprungsort, der bewege sich hier im Laufe der Zeit. Und wenn wir da die Messungen machen, wie sich der Punkt dann bewegt, könnte zum Beispiel diese Serie von Messungen so aussehen, dass wir den Zeitpunkt hier nummeriert haben, Zeitpunkt i, und das t1 wäre dann bei 0 Sekunden, das t2 wäre bei 2 Sekunden, und der Ort in Metern ausgedrückt wäre zum Beispiel minus 2,2 Meter am Anfang, dann minus 2 Meter, dann minus 1,8 Meter und so weiter. Sie sehen, gemessene Werte von irgendeiner Bewegung, ein Tier, das sich bewegt oder ein Auto oder irgendwas. Das ist die tabellarische Darstellung dieser eindimensionalen Bewegung. Und was man dann sehr oft möchte, ist eine Darstellung, wo eine künstliche Zeitachse eingeführt wird. Weil das hier, das läuft ja hier auf dieser Achse ab. Die Zeit ist hier nur quasi eine Nummer, die beim Punkt angeheftet werden kann, wie ein Etikett, 0 Sekunden, 2 Sekunden, 4 Sekunden. Und wir möchten das gerne räumlich darstellen, sodass dann die Zeit eine separate Achse ist und der Ort eine separate Achse. Und das habe ich hier unten vorbereitet, das ist das sogenannte XT-Diagramm, Ort-Zeit-Diagramm, sagt man auch dazu. Da wird dann jeweils der Ort X und die Zeit T als Koordinaten eines Punktes aufgefasst. Also bis zum Zeitpunkt 0 ist ja das x hier minus 2,2 Meter. Das heißt, hier auf der Zeitachse bei 0 sind wir hier bei minus 2,2 Meter etwa da. Das heißt, der erste Punkt wäre da. Der zweite Punkt, da sehen Sie 2 Sekunden minus 2. Da sind wir hier bei 2 Sekunden. Und bei minus 2 wäre der zweite Punkt da. Der dritte Punkt wäre bei 4 Sekunden, bei minus 1,8. Also 4 Sekunden, minus 1,8, da sind wir da.
und so weiter. 6 Sekunden minus 1,8, 6 Sekunden minus 1,8 sind wir da. 8 Sekunden minus 1,4 und bei 10 Sekunden bin ich minus 1,3. Aus dieser Punkt macht hier so ein paar, aus dieser Punkt, der sich da bewegt und der da gemessen wurde, macht hier so ein paar Tupfer hier in diesem XT-Diagramm. Jetzt möchte man aus diesen Positionen zum Beispiel wissen, wie schnell war denn der Punkt unterwegs in den ersten 2 Sekunden. Das heißt, wir kommen jetzt auf einen neuen Begriff, den Begriff der Geschwindigkeit, wo der Ortsunterschied, was die Strecke, die er gemacht hat, dividiert wird durch die Zeit, die er dafür gebraucht hat, das ist der Zeitunterschied. Das ist der Ortsunterschied. Wir nehmen also zwei Punkte hier. In diesem Beispiel, da war er am Anfang, also im XT-Diagramm, da war er am Anfang hier, ein bisschen später war er da. Das X, das ist ja hier jetzt negativ gewesen, die Zeit, so. Der Ortsunterschied ist die Differenz der beiden Orte, das heißt, er ist dann von da nach da gelaufen, das war der Ortsunterschied. Und der Zeitunterschied für diese Bewegung war das hier. Da hatten wir 2 Sekunden im ersten Abschnitt. Und für den Ortsunterschied hatten wir Endpunkt minus Anfangspunkt. Endpunkt ist minus 2 Sekunden. Anfangspunkt ist minus 2,2 Sekunden. Endpunkt minus Anfangspunkt ist dann nachher 2 minus minus 2,2. Das gibt 0,2 Meter nach oben. Das heißt, er hat sein x vergrößert, so ist er nach oben gegangen. Und die mittlere Geschwindigkeit hier, das ist die Strecke pro Zeit, das wäre 0,2 Meter durch 2 Sekunden. Das ist die mittlere Geschwindigkeit im Abschnitt, also zwischen dem Zeitpunkt 1 und 2. Zum Beispiel, also jetzt hier, doch hier stimmt es auch, das wäre dann 0,1 Meter pro Sekunde. Und diejenigen, die schon ein bisschen Mathematik kennen, wissen vielleicht auch, dass man mit dieser Größe Delta X durch Delta T dann auch die Steigung in diesem Diagramm bezeichnet. Das ist ja die Steigung in der Ableitungsregeln der Mathematik, die immer Delta Y durch Delta X heißt, und in dem Fall ist es Delta X durch Delta T. Wir müssen daran denken, die zwei Achsen sind nicht gleichberechtigt. Hier haben wir Meter, hier haben wir Sekunden. Das heißt, wir haben eine unterschiedliche Achsenwahl und deshalb ist auch die Steigung in dem Sinn nicht eine geometrische Steigung. Es ist wirklich eine Geschwindigkeit. 0,1 Meter pro Sekunde, das sehen wir also hier nochmals. Wir haben da von 0 bis 2 Sekunden, von minus 2,2 bis 2 gemacht und dabei 0,1 Sekunden erhalten. Die mittlere Zeit, wo diese Geschwindigkeit dazugehört, wäre nahe hier bei einer Sekunde. Das heißt, man kann sagen, dass wenn man da jetzt eine Zeit anheften möchte, zu diesen 0,1 Sekunden, ist das die mittlere Zeit hier. Also da ist die mittlere Geschwindigkeit 0,1 Meter pro Sekunde. Und so kann man weitermachen in diesen Rechnungen. Das kann man ja auch dann automatisieren. Mit Excel zum Beispiel. Man kann den nächsten Zeitabschnitt nehmen, wiederum die Geschwindigkeit ausrechnen, bekommt dann neue Zahlen und erhält dann mit diesen neuen Zahlen das sogenannte VT-Diagramm, Geschwindigkeitszeitdiagramm, das dann hier Punkte bedeutet in dem Diagramm hier. Also zum Beispiel hier bei einer Sekunde sind wir hier, haben wir 0,1, also diese Geschwindigkeit als Punkt. Der nächste wäre dann bei 3 Sekunden, da hätten wir dann eine andere Geschwindigkeit. Die Rechnungen selbst, die sind wie gesagt im Skript auch erklärt und ich will das jetzt nicht alles nachrechnen. Das könnten Sie, wenn Sie wollen, dann dort anschauen. Und jetzt kommen wir also dazu, dass wir jetzt Geschwindigkeiten haben, da unten in dem Diagramm. Und das Diagramm hat also hier in dieser Richtung ebenfalls die Zeitachse t und dann die Geschwindigkeiten, die sich da verändern, zum Beispiel von 0,1 Meter pro Sekunde, das ist jetzt positiv gewesen, auf irgendwie 0,2 oder so Meter pro Sekunde. Und der Zeitabschnitt, da haben wir die mittlere Zeit, das ist 1 und 3 Sekunden. Das ist die Geschwindigkeit v in Meter pro Sekunde. Und jetzt können wir uns überlegen, ja, was hat dieser Punkt gemacht? Er ist am Anfang langsam gelaufen mit 0,1 und später mit einer anderen Geschwindigkeit. Das heißt, wir
könnte ich sagen, dann hat er offenbar in der Zeit seine Geschwindigkeit gesteigert, um diesen Wert hier. Die Geschwindigkeit ist größer geworden. Das ist passiert in einer bestimmten Zeit. Das heißt, genau analog wie vorher, als wir die Geschwindigkeit eingeführt haben, können wir jetzt auch die Geschwindigkeitsänderung pro Zeit uns anschauen, also Delta V. Vielleicht mit einem anderen Stift nehmen. Delta V durch Delta T, die Änderung der Geschwindigkeit pro Zeit. Und das gibt mir dann eine neue quasi Steigung hier und das nennt man dann Beschleunigung. Beschleunigung im Intervall. Hier ist dann auch die, eigentlich wiederum die mittlere Geschwindigkeit, die mittlere Beschleunigung ist Delta V durch Delta T. Das kann man also auch dann ins Excel übernehmen und solche Berechnungen dann machen. Das liefert mir also dann eine Serie von Beschleunigungen, welche ich dann ebenfalls hier eintragen kann. Jetzt für unser Beispiel vorher war die erste Beschleunigung 0. Das gibt dann hier neue Werte, die man ausrechnen kann. Und genauso wie bei der Geschwindigkeit mit dem Geschwindigkeitszeitdiagramm kann man dann ein Beschleunigungszeitdiagramm darstellen, wo man sieht, wo hat er wie stark beschleunigt. Das wäre die Idee bei dieser Sache. Beschleunigungskurven einzeichnen. Und immer dann, wenn die Beschleunigung groß ist, dann weiß man, dass auch die Kraft groß war, die die Beschleunigung verursacht hat. Das wäre also der Zusammenhang dann mit der Newtonschen Kraft, die diese Beschleunigung bewirkt hat. Also so kann man aus gemessenen Bewegungen, Geschwindigkeiten und Beschleunigungen ausrechnen, jeweils als Mittelwerte gemeint über einen bestimmten Zeitabschnitt. Wir gehen rasch ins Skript zurück. Ich habe hier noch eine lustige Kontrollfrage, wo eine Trampolinsprung das Thema ist, wenn wir das rasch anschauen. Ein Junge springt auf einem Trampolin. Betrachten Sie folgenden Ablauf. Ein Sprungbeginn am höchsten Punkt über dem Trampolin bestehe aus dem Fall auf das Trampolin und dann zurückgeschleudert werden in die Position, von der der nächste Sprung wieder beginnt. Welcher Graph stellt am besten die vertikale Beschleunigung A als Funktion der Zeit während eines Sprunges dar? Es ist also eine eindimensionale Bewegung. Der Sprung findet ja in Z-Richtung quasi statt, oder wie man das immer nennen will, diese Richtung. Und die Bewegung selbst ist ja so eine Bewegung, die ungefähr so aussieht, Z als Funktion der Zeit. Jetzt kann man sich die Geschwindigkeit und die Beschleunigung überlegen, die der Junge da erfährt. Und eine dieser Kurven ist die richtige. Wenn Sie da mal kurz drauf schauen. Wenn er ganz oben ist, steht er also still. Machen wir die Punkte nicht wahr, dann wird er hier schneller. Dann kommt er aufs Tuch, wird damit abgebremst und geht dann wieder nach oben. Also wenn wir das Ortszeitdiagramm, in dem Fall ZT-Diagramm zeichnen würden, ZT, dann wird das ungefähr so aussehen, er geht hier langsam runter, bis auf die Höhe vom Trampolin, da kommt hier dieser Schwung und dann fliegt er wieder nach oben. Ungefähr so. Die Geschwindigkeit, die dazu gehört, muss man sich jetzt vorstellen als Serie von solchen Ortsveränderungen pro Zeit. Die Geschwindigkeit ist hier oben 0, da steht er kurz still, da unten ist sie auch 0 und dazwischen wird die Geschwindigkeit zunehmen, aber in negativer Richtung. Das heißt, die Geschwindigkeit geht dann da bis hierhin so nach unten, wird immer schneller. An der Stelle hier, wo er aufs Trampolin kommt, wird dann abgebremst. Das heißt, die Geschwindigkeit wird dann sehr schnell auf 0 gehen, wird dann positiv bis hierhin. So, und geht dann wieder auf 0 zurück. Sobald er wieder frei ist hier, wird dann die Geschwindigkeit wieder abgebremst. Er wird langsamer und ist am Schluss wieder in Ruhe. Und die Beschleunigung, das ist das, was wir hier suchen. Das ist nachher die Geschwindigkeitsänderung pro Zeit. So, gleich auch wieder farbig machen, dass man es besser sieht. Da muss ich also die Geschwindigkeitskurve,
die Veränderung der Geschwindigkeit anschauen, die ist hier. Sie sehen, das wird da immer mehr negativ. Das heißt, die Geschwindigkeit wird kleiner. Delta V durch Delta T ist also negativ. Und die Steigung hier ist etwa konstant, das habe ich einfach gesagt, jetzt müsste nicht unbedingt so sein. Wir haben hier also eine Geschwindigkeit, die negativ ist, die sich ins Negative vergrößert, wird also immer negativer. Dann an der Stelle hier wird die Geschwindigkeit sehr schnell 0 und dann positiv. Das heißt, dann haben wir eine starke Beschleunigung und hier ist dann die Geschwindigkeit auch wieder negativ, also die Änderung der Geschwindigkeit negativ, das hier. An der Stelle wird er ja abgebremst, da ganz stark und danach geht er hier nach oben weg. Das heißt, wenn wir jetzt hier immer die Geschwindigkeitsänderungen anschauen, haben wir hier eine Geschwindigkeit, die sich sehr stark ins Positive verändert. Da ändert sie sich nicht mehr, da wird sie ein bisschen langsamer. Und dann sieht es ungefähr so aus. Das heißt, das AT-Diagramm ist, wenn wir das hier jetzt vergleichen, am ehesten durch dieses Diagramm hier gegeben. Während das hier das VT-Diagramm wäre ungefähr, die Geschwindigkeit pro Zeit. Und das hier wäre also einigermaßen das Ortszeitdiagramm. Das mal als Beispiel, wie das aussehen könnte, wenn man eine eindimensionale Bewegung analysiert, gemessen. Und wie man das auch numerisch macht. Und wir wollen jetzt nachher dann im nächsten Video uns mal die diskrete Bewegung im Raum anschauen, wo dann die Ortskoordinaten nicht nur einen Wert, also nicht nur x, sondern auch y und z enthalten dürfen und daraus dann wieder weitere Dinge anschauen.